So gut wie verkauft. Ein paar andere Dödels hier loswerden. 28.000 Schokomünzen. Und die kriegt sie geschenkt. Ich schreibe wie eine Schreibmaschine ununterbrochen. Selbst mit gebrochenen Fingerknochen mache ich diesen Job. Die Sachen in meinem Kopf wollen einfach. Scheißkerl! Das ist wie Hunger haben, das kannst du nicht ignorieren. Vielleicht einen Tag, zwei Tage, aber dann ist Schluss. Symbolisch bin ich wie ein Junkie und brauche meinen Schuss. Viele können nicht durch den Wald. Okay, Techtelmechtel. Auf geht's! Mit denen teile ich mein Leben. Ach du Scheiße. Denn im Endeffekt seid ihr die Menschen, die mich weitertragen, die mir Kraft geben, das Leben maßgeblich verändern. Ich meine nicht diese Menschen, ja, leck's mal am Arsch. Alter, Vorsicht. Das Leben ist wie Krieg, es gibt sehr viele Verletzungen. Die lassen sich noch mit am angenehmsten. Alter, komm. Hi. War knapp. Schokomünzen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und gleich sehen wir die Raisins tanzen. Donald schon wieder abgehauen. Da ist er. Komm noch rin jetzt. Und fress die scheiß letzten Brombeeren. Weißt du, was du jetzt noch willst, Digga? Mann, wie viele Probleme hatte ich noch nie mit dem Vieh? Okay, die marschieren. Au. Oh. Okay. Hat mein Töchtel möchte. Und dann sagen, wo sind die Erfahrungspoints? Kuppelt. Boah, Digga, zwei Level. Nein. Nicht die Scheißkerle. Nicht irgendwelche Sätze und egal wie meine Stimmung ist, ich schreibe Texte, um wieder klar zu kommen. Nach einer grauen Nacht, ich renne alleine an die Front und beende diese Schlacht. Womit du wirklich siehst, ist einfach nur dein Herz und mein Herz steckt in jeden einzelnen verfickten Vers. Yeah. Schaffenverbesserung. Wenigstens hast du eine Schaufel, die eines echten Gärtners würdig ist. Jetzt gibt es nicht mehr viel, was du nicht tun kannst. Siehst du die gezackte Kante an dieser Schaufel? Damit kannst du alle Bäume fällen, die du nicht mehr brauchst. Schön! Ordentlich Punkte gebracht, Digga. Jetzt haben wir eine Waffe. Ich kann mir damit gegen den Rowdy. Hey, zugestellt. Komm rein, Quackberry. Komm rein auf den Meter. Fick dich. Schlecht, apropos. Hey, ist ja gut, ich bin schon da. Gut, das haben wir nochmal retten können. Ein Wollknäuel gegessen. Wollknäuel spucken die aus. Na gut. So, behaben wir das Ei. Sieht total flauschig aus. Ihr beschützt es gut. Bombe. So, wieder ein bisschen mal. Ordnung hier reinbringen. Ich merke gerade, ich muss so die ganzen Naruto-Folgen gucken, die ich in letzter Zeit mal verpasst habe hier. Ganz neuen Shippuden und so.
Digga, geht's gerade richtig los. Backen wir jetzt. Eingestellt. Ah, so Leute. Da haben wir heute einiges an Levels gemacht, ey. Mein lieber Scholli. Aber ich würde mal sagen, wir gucken ja ein letztes Mal jetzt nochmal vor heute ins Dörfchen rein. Na super, die macht schon wieder die Pflanze kaputt, das scheiß Vieh. Wer Geld ausgeben will, ist willkommen. Wer nur schauen will, nicht ganz so sehr. Vogel- und Bärstandbild. Ich brauche noch von diesen Dingern hier welche. Hier, Sherbet-Block. Das ist noch ein Block, der noch fehlt. So, was haben wir Neues? Tulpensamen. Ach, ist das geil. Komm, wir nehmen mal die Tulpensamen mit. Scheiße, oh, ich fertig. Tulpensamen ein bisschen überflauen. Nein, oh mein Gott, es sind Pflanzen geworden. Das ist gegen die Natur. Boah, er schluckt doch ganz schön an Wasser, Digga. Die Erfahrungspopel holen wir uns jetzt noch. Schöne Blume kaputt gemacht hier, ich krieg die Kritze. Wenn wir die Erfahrungspuppe holen wir uns noch und dann machen wir erstmal einen Schluss für heute. Ey, wenn diese... Ey, jetzt hat er hier eins gefressen und haut ab oder was und wird nicht mehr Teil unseres Teams. Gut, ich würde sowieso verkaufen. Davon abgesehen. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Wie oft soll ich eigentlich auf dich drauf drücken, Digga? Hier geht's Bombe, hier geht's Bombe. Raisin 2. Raisin 3. Ist hier. Warte drauf, dass es schlüpft und dann verkaufe ich es direkt. Ich brauche nicht so viele von jedem. Stachelbeerstrauch. Noch eine Stufe erreicht. Alter Schwede, was ist denn mal los? Geht ja richtig vorwärts hier. Macht mir richtig Angst. Gut, ein, zwei Levelchen haben wir jetzt geschummelt, als wir halt den Chuckle-Typi und die Katze und das Schwein da genommen haben dazu. Und Raisin zu verkuppeln, er hat uns zwei Levels vorgebracht, Digga. Das ist schon mal eine Leistung. Eine verfaulte Erdnuss gefräsen. Ja gut, dafür sind die natürlich jetzt praktisch, ne? Wenn sie die verfaulten Sachen fressen. Ist natürlich cool. Ne, Mudrop? Warten jetzt noch, bis die Tulpe hier gewachsen ist und dann... werde ich wahrscheinlich die Sonnenblume hier gegen Tulpen austauschen, weil die Tulpen dann doch wesentlich hübscher sind. Vermute ich jetzt mal, ich weiß es jetzt nicht so genau. Für Pervol und Rushberry müssten wir eigentlich auch noch zu Hause, aber ich will halt den letzten Platz, den wir jetzt hier noch so in der Ecke haben,
für Donut-Behausung lassen. Es gibt ja tausendmal gemütlichere Plätze als das jetzt hier, Digga. Knospe ist schon zu sehen. Das freut mich. Wenn ihr auch ein Haus hinbauen könnte. Ich finde das Haus eine coole Idee. Auf jeden Fall Style. Wir könnten ja mal gerade gucken, ob der Ivor was Neues hat. Es überrascht mich nicht, einen Gärtner von deinem Kaliber so früh aufzusehen. Wassersparer. Wie ich sehe, weiß. Super. Tulpe ist gewachsen. Was für ein Bullshit. Was? Das ist ein Notfall. Seit kurzem werden immer mehr Partys veranstaltet und wir brauchen dringend mehr Pinatas. Jede Hilfe ist vollkommen. Wir brauchen 2 Pets Trails. Pets Tails? Das waren ja jetzt die Füchse, wa? Ja, ja, ich weiß nicht. So. Wo sind sie? Da jedenfalls nicht. Einpacken. Da und da. Hoppala. So. Viel Spaß euch beiden. Gut, dann können wir diese Aufgabe noch erledigen hier. Die Tulpe haben wir jetzt auch bekommen. Bin ja das zurückgekehrt. Kleines Dankeschön. Ich weiß nicht, wie ich diesen Rüpel loswerden sollte. Keine Ahnung, wie wir den loswerden sollen. Also den kriegen wir auch durch diese Lipfa-Säule hier los. Aber irgendwann müssen wir die mal dazu kriegen. Weil wenn wir die anlässlich bekommen, gibt es auch nochmal Erfahrungspopel. Und, soweit ich weiß, verwandeln die sich halt noch in was Hübsches. Digga, nicht, dass wir jetzt nur noch zu wenig Rasen oder sowas hier haben, ey, aber ganz ehrlich, wir haben den ganzen Garten damit zugeschmiert. Ja, können wir nicht machen. Wo ist das scheiß Vieh? Wo ist das scheiß Vieh? Ja, aber wo ist es denn? Da. Hat eine Flasche Medizin gegessen. Wo soll ich denn jetzt eine Flasche Medizin herholen? Flasche Medizin. Guten Morgen. Wie geht's uns heute? Hellwach, putzmunter und in der richtigen Stimmung zum Geld ausgeben? Flaschenmedizin, Flaschenmedizin. Wolle, Milch, Knochen.
vielleicht beim Doc. Hallo, ich versuche immer früh loszulegen, aber man weiß es ja nie. Bist du jetzt nicht? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich eine Medizin herholen soll. Also ich würde sowas... Bevor das miese Scheißkerl viel kommt. Sieht sehr schön aus. Kann vom Glück reden, dass er noch... Komm rein, bitte, bitte komm jetzt hier rein und friss diese Scheiß-Brombeer. Ich bitte dich, das kann nicht so schwer sein. Renn hier jetzt, du Scheißkerl, du blödes Mistvieh! Komm, jetzt, renn! Ich pack es nicht. Verpiss dich! Geh weg! Blöde Rowdy! Scheiße. Infos. Wenn Rowdies etwas wollen, holen sie es hier einfach. Wenn sie es nicht wegtragen können, machen sie es stattdessen kaputt. Rowdies können nicht verstehen, dass sie nicht die wichtigsten Leute auf dem Pinal Island sind. Es hilft mir jetzt nicht sonderlich weiter. Okay, Leute. Wir lassen es dabei jetzt endlich mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wünsche euch noch alles. Ihr müsst jetzt Weihnachten sein. Alles frohe Weihnachten noch nachträglich oder halt frohe Weihnachten jetzt. Ich weiß nicht, wann jetzt diese Folge rauskommt. Wir haben jetzt den 19. heute, wo ich aufnehme. Ja, wünsche euch alles Gute. Tschüss.